gestern Abend Luxemburgs Nationalelf zu Gast in Wuppertal. Prüfstein für eine DFB-Auswahl unter den kritischen Augen von Sepp Herberger. Die deutsche Mannschaft also in dunkler Hose und weißem Trikot. Erste gefährliche Situation. Gutes Spiel der deutschen Mannschaft zu Beginn. Und dann das 1:0 durch Schulz aus Wuppertal. Sehr gut herausgespielt, geschickt getäuscht. Das war bereits in der 5. Spielminute. Gut gehalten, Torhüter Schmidt, und wir werden noch einiges von ihm sehen. Hier muss er allerdings das 2:0 passieren lassen durch Hermann aus Karlsruhe. Und da das 3:0, das die Zeitlupe noch einmal zeigt, das ist ganz geschickt gemacht. Wieder von Schulz aus Wuppertal. Und dann hat Torhüter Schmidt auch weiterhin alle Hände voll zu tun gegen die stürmischen deutschen Angriffe. Bei Halbzeit steht es also 3:0 für die DFB-Auswahl und in der zweiten Halbzeit kommt Helmut Haller ins Spiel, hier mit der Nummer 13. Sehr gut gemacht von Schulz aus Wuppertal und wieder Haller. Schauen Sie mal, wie genau seine Pässe kommen, wie gut er seine Mitspieler freispielt. Hier. Asmis größte Chance. Hier haben die Luxemburger ihre Chance, aber sie können sie nicht nutzen. Gut, der junge Ulmer Torhüter in der zweiten Halbzeit. Und das ist Mittelstürmer Fritsche jetzt beim 4:0. Gut getäuscht. Und dann Haller, wieder ein herrlicher Pass auf Asmi zugespielt. Immer wieder Haller in der zweiten Halbzeit. Wir sind gespannt, ob Herberger auf ihn verzichten wird, wenn er nach Italien geht. Gut. Und dann fällt aus diesem Angriffszug gleich das 5:0 für die DFB-Auswahl. Und diesmal ist Haller selbst der Torschütze. Gleich kommt dann den Ball. Vorlage von Lederer, Haller und 5:0 schlägt die DFB-Auswahl Luxemburgs Nationalelf. Die Fußball-Länderspielgeschichte setzte die deutsche Olympia-Auswahl 1983 gegen Polen fort. Die frühe 1:0-Führung glich Dieter Schatzschneider per Kopfball zum 1:1-Endstand aus. ...1995 folgte ein U21-Spiel gegen Wales mit Trainer Rainer Bonhoff für den erkrankten Löhr. In der ersten Halbzeit, eigentlich haben wir das Spiel im Griff. Was eigentlich nur fehlt, ist ein Tor für uns und ich hoffe, dass das jetzt bald fällt. Ricken erzielt den 1:0-Siegtreffer. Im Jubiläumsjahr 1999 gab erneut die U21 ihre Visitenkarte im Stadion am Zoo ab. Gegen Moldawien gab es einen 2:0-Sieg durch Tore von Reich und Rösler. Damit blieb Deutschland bei insgesamt nunmehr 9 Fußball-Länderspielen seit 1937 im Wuppertaler Stadion am Zoo ungeschlagen. Mit dem imposanten Torverhältnis von 22:6 Toren und der Gesamtbilanz von 8 Siegen und einem Unentschieden. Auch im nächsten Jahrtausend wird das Stadion am Zoo in Wuppertal wichtiger und attraktiver Veranstaltungsort, nicht nur bei Sportveranstaltungen sein.